Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal vom Handy ganz kurz, weil ich bin gerade nach Hause gekommen, aber ich gehe gleich wieder weiter, weil Laura hat morgen Geburtstag. Und ja, ich habe gestern übrigens noch mein Zimmer umgestellt. Das wollte ich euch noch mal ganz kurz zeigen. Und zwar steht jetzt da, wo vorher mein Bett stand, meine Kommode, und mein Bett steht jetzt dafür hier. Das sieht jetzt richtig unaufgeräumt aus, weil meine Schlafsachen schon, weil meine Schlafsachen schon da drin sind. Aber egal. Jetzt steht halt mein Fernseher nur noch da oben, aber der kommt dann halt noch dahin und die Bilder, die jetzt da hängen, sollen da oben rauf. Aber das mache ich alles, wenn ich wieder da bin. Ich wollte euch aber noch mal ganz kurz Lauras Geschenk zeigen. Und hier blende ich jetzt erstmal ein paar Sequenzen ein von einem Geschenk, das da drin ist, denn das hatte ich irgendwie für einen anderen Vlog gefilmt, den ich nicht hochgeladen hatte. Aber ich fand es eigentlich ganz gut, deswegen dachte ich mir, packe ich das hier einmal ganz kurz rein. Also richtig, richtig süß. Das ist hier so ein Regenbogen-Schlüsselanhänger. Und das macht halt eben ein Mädchen aus meiner Schule. Und sie macht da richtig, richtig schöne Sachen. Also ich kann ihren Instagram-Account vielleicht unten verlinken, wenn ich dran denke. Aber sie hat echt richtig, richtig schöne Sachen. Ich finde, da findet man auch voll schön, was so für Geschenke. Und sie bestickt halt auch so diese Rucksäcke. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Diese Kankens, Konkens. Egal, ihr wisst schon, welche ich meine. Und dazu machst du dann halt noch diese süßen Boxen und diese richtig, richtig schönen Etiketten. So, und dann würde ich sagen, machen wir das Ganze mal auf. Und zwar haben wir für Laura so verschiedene Boxen gemacht. Das ist jetzt natürlich verkehrt rum. Aber wir haben halt so ganz viele Boxen bestellt und die halt so bemalt und beschriftet und so. Und da haben wir halt so verschiedene Themenboxen. Also alles Mögliche. Hier ist übrigens der Regenbogen drin, den ich euch eben auch gezeigt habe. Ja, das ist die Frustbox. Ja, die Cocktailbox. Beautybox, Birthdaybox. Wahnsinnbox, Poolpartybox, also es hält ziemlich viel drin. Haben wir auch noch eine Datebox. Was haben wir hier noch alles so? Also wir haben echt viel. Das ist übrigens noch eine Flasche. Filmabendbox. Und das sind halt alles so Sachen, die wir halt zusammen machen wollen irgendwie. Und dann haben wir noch eine Aufgabenbox, die ist hier unten. Und da muss Laura dann die Fotos, die wir dabei machen, wenn wir diese Sachen machen, dran aufhängen. Also ja. Ich glaube, das ist ein richtig cooles Geschenk und ich hoffe mal, sie wird sich da richtig drüber freuen. Also, das ist halt von Milena und mir zusammen. Mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja nachher zu filmen, wenn sie es auspackt. Germany's Next Topmodel 2020 ist. Wie oft will sie es noch sagen? Mama sagt sie immer: Sarah Jackie, Sarah Jackie. Stimmt. Germany's Next Topmodel 2020 ist. Jackie. Es ist Jackie! Oh, das war klar. 3, 2, 1, jetzt. Alles Gute! Hallo, es ist Samstag und ich bin gestern zurückgekommen von Lauras Geburtstag. Wir hatten echt einen richtig schönen Tag. Das war voll cool, weil Laura kann jetzt auch endlich Auto fahren. Also jetzt sind wir halt alle 18. Also wir alle drei und ich finde das richtig cool. Und eigentlich ist es jetzt schon 3 und ich hatte eigentlich gesagt, ich mache heute nichts, weil Montag geht die Schule ja wieder los, also zumindest an 2 Tagen die Woche. Und deswegen dachte ich mir so, okay, bisschen chillen nochmal. Aber irgendwie funktioniert es nie, wenn ich mir das vornehme. Deswegen wollte ich jetzt gleich nochmal ein paar Sachen aufschreiben, die ich heute noch so machen möchte. Weil irgendwie habe ich gerade die Spülmaschine ausgeräumt und dann war ich so, okay, ich bin doch motiviert, heute zu vloggen und vielleicht auch noch irgendwas anderes zu filmen und keine Ahnung. Auf jeden Fall suche ich gerade meine To-Do-List-Dingsens, aber ich finde es irgendwie nicht. Wo ist es? Wo habe ich es hingetan? Ja. I can't find it. Ich habe übrigens gestern Abend endlich angefangen, Love is Blind zu gucken. Das wollte ich ja schon richtig lange. Dieses Scheiß-Ding, wo ist es hingetan? Meine Güte, Anne. Irgendwie finde ich das halt echt richtig krass, was die da so mit den Leuten machen. Also ich kann mir das irgendwie auch gar nicht vorstellen, mich nach so ein bisschen mit denen reden, dann so wirklich mir vorzustellen, dass ich da einfach heirate. Das finde ich richtig krass. Aber das scheint ja irgendwie zu funktionieren. Also zumindest bei einigen. Ich bin gespannt, wie das nachher am Ende noch so endet mit denen. Ich bin so gespannt, diese Show ist so spannend. Guten Morgen, heute ist Sonntag. Und ich habe gestern doch nichts mehr gemacht. Ich wollte eigentlich ja doch noch ein bisschen was machen und ich habe dann noch ein bisschen mein eines Video geschnitten. Aber das war's. Heute gehe ich nochmal zu Laura, weil heute feiert sie ihren Geburtstag nochmal so. Naja, nicht so richtig, aber schon, keine Ahnung. Auf jeden Fall gehe ich zum Frühstücken bei ihr. Und dafür muss ich mich jetzt fertig machen. Ich muss aber eigentlich auch so in 5 Minuten los. Deswegen mache ich das, glaube ich, mal jetzt ganz schnell. So, das ist jetzt mein Outfit, richtig chillig heute. Ich trage diese Hose, von der ich nicht so ganz weiß, was ich von ihr halten soll. Ich habe die schon richtig lange, also nicht richtig lange,
aber schon ein bisschen länger und ich trage sie irgendwie nie. Und dazu wollte ich dann halt eigentlich dieses Top hier anziehen, aber es ist mir halt ein bisschen zu kalt. Deswegen, ja, habe ich jetzt noch diese Jacke dazu angezogen und irgendwie sieht das ein bisschen komisch aus, weil ich bin halt generell nicht so groß und dann macht die Hose meine Beine jetzt auch unbedingt länger. Und ich muss auch sagen, ich finde, sie trägt so ganz, ganz bisschen auf. Aber ich gehe jetzt auch nur ganz kurz zum Frühstücken und dann weiß ich nicht, ob ich diese Hose überhaupt irgendwann wieder anziehen werde. Ich weiß nicht, ich bin da irgendwie nicht so der Fan von. Ja, ich glaube, dieser Boyfriend oder ich glaube, das ist sogar eine Mom-Jeans. Aber ich glaube, dieser Schnitt steht mir einfach nicht so. Und außerdem ist sie zu kurz. Ja, aber ich glaube, ich fahre den jetzt mal los. Ja, aber mein Lieblingsaccessoire, meine Maske natürlich nicht vergessen. Weil ich jetzt vorher noch schnell einkaufen gehe und Süßkartoffeln für Laura kaufe. Also, liebe Grüße. Das nehme ich mal. So, ich bin jetzt wieder zu Hause von Laura. Es ist jetzt ungefähr so, okay, 3 ist es gleich. Und jetzt habe ich halt noch ein paar Schulsachen zu machen für morgen, weil morgen fängt ja die Schule wieder an. Ja, ich wollte auch noch mein Video zu Ende schneiden für morgen. Heute ist auch wieder ein Video online gekommen. Mit Tipps gegen Langeweile. Ich habe es endlich fertig geschnitten. Ich bin so froh darüber. Also ich muss noch ein paar E-Mails schreiben und generell, ich wollte auch noch einen Termin machen bei Vielmann, weil ich eine Sonnenbrille brauche zum Autofahren. Aber jetzt gucke ich, glaube ich, erstmal eine Folge Love is Blind, weil mir fehlt halt noch eine Folge, das ist die letzte Folge. Und die wollte ich noch gucken und anscheinend gibt es bei Finger Weg jetzt auch so eine Reunion. Also bei Too Hot to Handle. Aber ich gucke jetzt erstmal, was ich so an Sachen noch für die Schule machen muss und Videos schneiden und keine Ahnung. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich hatte eben auch erstmal wieder nicht ganz so einen guten Moment. Ja, vielleicht erzähle ich irgendwann mal, warum. Aber gerade nicht. Oh Gott. Aber ich wollte auf jeden Fall jetzt noch ein Videofilm eigentlich. Und zwar habe ich mir gedacht, das ist ganz lustig, mir so ein paar von meinen Tales zu beantworten. Weil ich habe halt Tello nie mehr, ich beantworte dann irgendwie nie Tales, weil die meisten Fragen dann mal so mega dumm sind. Deswegen wollte ich das jetzt mal machen, irgendwie fand ich es funny. Ich habe übrigens die letzte Folge Love is Blind auch geguckt und irgendwie, ey, diese Show ist so crazy, wirklich, guckt sie euch an. Ich habe da gefühlt gar keine Worte für. Aber ich versuche jetzt mal richtig happy und upbeat zu sein, wenn ich dieses Video filmen kann. Oh mein Gott, ich habe gerade das Video gefilmt. Ich melde mich, glaube ich, das erste Mal in diesem Video hier. Nicht von meinem Handy, sondern von der Kamera. Endlich mal ein bisschen gute Qualität. Aber ich habe die ganze Zeit so auf meinen Knien gesessen. Und jetzt sind meine Füße gefühlt eingeschlafen. Richtig geil. Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich mich ins Bett lege und das Video schneide oder ob ich vielleicht ein bisschen produktiv bin und nochmal aufräumen, weil das sollte ich nochmal machen und das wollte ich eigentlich auch noch machen, aber vielleicht mache ich es auch erst später. Ich wollte auch noch meinen Fernseher, der steht nämlich immer noch da oben, einfach gegenüber von meinem Bett hinstellen, weil da sind jetzt halt noch die Bilder so. Aber dazu bin ich halt irgendwie noch nicht gekommen und meine Sachen sind auch noch nicht ausgepackt von als ich bei Laura war, aber naja. Und meine Füße, oh mein Gott. Ich hasse das, wenn sie einschlafen, wirklich. Ich muss jetzt aufstehen und aufräumen. Und ich habe diesen coolen Trick bei Alicia Marie gesehen, dass sie halt einfach immer von 5 nach unten zählt und dass man dann immer aufsteht. Und ich hoffe, dass es funktioniert. Okay, let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Also diesmal hat es funktioniert, aber jetzt habe ich mich auch dabei gefilmt. Also jetzt wäre es fast schon traurig gewesen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Das Zimmer sieht echt nicht so geil aus. Also es geht, es liegen halt gefühlt so 3 Sachen auf dem Boden. Beim Aufräumen gibt es jetzt aber erstmal die neue Folge Gemischtes Hack. Dann gibt es eine neue Folge 5 Stelle Fragen an. Und diesmal sind die an Linda Zervakis gestellt. Ich finde das richtig cool, wie die so einfach gefühlt richtig viele verschiedene Menschen da so haben. Und in der letzten Folge haben die beiden halt besprochen, dass sie richtig gerne mal Merkel bei sich zu Gast hätten und das fände ich einfach richtig cool. Also das wäre Goals, also wirklich. Thema mal ein bisschen rauszunehmen. Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores there is. So, ich habe mich jetzt mal in bequemere Sachen umgezogen und ich muss sagen, ich fühle mich so viel mehr wie ich selbst, wenn ich diese komische Hose aus habe, die irgendwie ganz merkwürdig an mir aussieht. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe, aber naja. Mein Zimmer ist jetzt auf jeden Fall wieder aufgeräumt. Mein Bett habe ich jetzt zwar nicht gemacht, aber egal. Mein Fernseher steht auch immer noch da oben, aber da soll mein Bruder mir halt helfen, den hier raufzustellen und der ist gerade beschäftigt, deswegen mache ich das wahrscheinlich morgen oder keine Ahnung wann. So wichtig ist es jetzt auch nicht, weil ich gucke halt eigentlich auch nicht so oft Fernsehen. Ja, aber falls es euch interessiert, dass ich vielleicht nochmal eine neue Roomtour mache, irgendwie so mit den Sachen, die sich jetzt ein bisschen verändert haben. Ich wollte vielleicht auch nochmal generell ein bisschen umdekorieren, dann sagt mir gerne Bescheid und schreibt es in die Kommentare. Und dann mache ich auch nochmal eine neue Roomtour, irgendwie so eine updated Version, weil die letzte ist ja irgendwie auch schon von Dezember. Ja, und jetzt habe ich halt ein bisschen umgestellt. Ich höre jetzt auf jeden Fall meine Folge Gemischtes Hack noch zu Ende. Und ich in meinem Bett war, irgendwie bin ich mega müde, was ist hier los? Ich war gerade eigentlich schon dabei, mich abzuschminken und dann ist mir eingefallen, dass ich ja noch
ganz kurz das Outro für dieses Video filmen wollte. Und ich bin immer noch nicht richtig fokussiert. Was ist der Scheiß? Auf jeden Fall gehe ich jetzt schlafen. Ich habe vorhin noch die ganze Zeit irgendwelche Schulsachen gemacht. Und jetzt bereite ich mich ein bisschen auf die Schule morgen vor. Aber eigentlich mache ich auch nicht so wirklich viel für morgen, weil es ist halt eigentlich ein ganz normaler Schultag. Und ich nehme einfach meinen Laptop mit. Jetzt mal, weil ich habe halt keine Lust, meine ganzen Sachen da auszudrucken. Und es ist irgendwie auch Papierverschwendung. Deswegen bin ich mal gespannt. Das ist jetzt irgendwie so richtig krass, wie die Digitalisierung so vorangetrieben wird durch diese ganze Corona-Zeit jetzt. Vor allem so in der Schule merkt man das jetzt auf einmal. Also ich bin gespannt. Die anderen meinten irgendwie, dass sie es auch machen wollen. Oder beziehungsweise einige Leute meinten das. Und jetzt gucke ich wahrscheinlich gleich noch eine Dokumentation über Bismarck und das Deutsche Reich, vom kleinen Staatner zum Nationalkämpfer. Für die Leute, die mich kennen, klingt das jetzt noch was ich auch in meiner Freizeit gucken würde, aber das hier ist dieses Mal wirklich für Geschichte, also ist für die Schule. Und dann filme ich halt, glaube ich, morgen mal so meinen ersten Schultag. Ich bin echt mal gespannt, wie das wird. Vor allem, weil wir die ganze Zeit Abstand halten müssen und so. Ich bedanke mich dann auf jeden Fall fürs Zusehen und wir sehen uns morgen. Tschüss!